ist es eigentlich einer der wichtigsten Kriterien, die man hier an der Rennstrecke rausfahren kann. Speziell Hockenheim, weil Hockenheim mit der Parabolica ist schon eine bremsenmordende Strecke. Fahrwerk, Wankbewegung des Fahrwerks, überhaupt die ganze Technik mal in der Praxis auszuprobieren. Das waren eben die entscheidenden Dinge, die uns nach vorne gebracht haben, weil hier nun mal die Belastungen um Welten höher sind wie auf der Straße. Und was auf der Rennstrecke funktioniert, kann eigentlich nicht auf der Straße überfordert werden.